herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Anytime. Und neben mir steht Linda. Und Linda werde ich gleich mit ins Studio nehmen. Und dann werdet ihr mal erfahren, was Lindas Auslandsaufenthalt mit auf sich hat. Und zu Linda selbst, sie kommt aus dem Dorf hinter mir. Und ich glaube, du wirst mir nicht widersprechen, wenn ich sage, dass es das schönste Dorf der Eifel ist, Kreimerath. Christus. Dein Heimatort. Aber es geht jetzt um den Auslandsaufenthalt, was du gemacht hast und wo sie überhaupt war. Ich nehme euch jetzt mit ins Studio und dann werden wir einiges über Linda erfahren. Kommt mit uns mit. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben es jetzt geschafft von Kreimerath hier in das Studio des offenen Kanals in Wittlich. Und Linda ist immer noch an meiner Seite und ich freue mich, dich im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Linda. Hallo. Und wie ihr vielleicht an unserer Dekoration schon seht, ich wollte es ja eben noch nicht ganz verraten, was es mit Lindas Aufenthalt auf sich hat, aber sie war in England. Genau. Ich war in Brighton. Linda war in Brighton gewesen und als erstes interessiert mich mal, warum warst du in Brighton? Hast du dort Urlaub gemacht oder wie kam es dazu? Nein, also ich war Au-pair und bin über das Bistum halt eben an eine Organisation gekommen, die mich dann nach England sozusagen vermittelt hat. War es schon länger dein Wunsch, als Au-pair nach dem Abitur ins Ausland zu gehen oder kam diese Idee spontan? Das kam eigentlich ziemlich spontan, als dann die Abi-Klausuren rum waren und immer mehr diese Frage, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mich einfach mal dafür beworben. Und wie lief das ab mit dem Bewerbungsverfahren? Wurdest du eingeladen, wurdest du geprüft oder hast du deine Bewerbung abgeschickt und es kam sofort der Zettel zurück, wir nehmen dich? Nein, also ich musste ganz, ganz viel ausfüllen. Natürlich einen Lebenslauf, immer alles auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Dann brauchte ich auch Referenzen, dass ich schon mal was mit Kindern gemacht habe. Also bei mir war das Hausaufgabenbetreuung und Babysitting. Und dann ein persönliches Gespräch in Trier, damit die mich kennenlernen konnten. Okay. Und dann konnte ich mir aussuchen, in welche Region ich möchte. Und die Organisation, ist die beschränkt nur auf England oder kann man da auch sich andere Länder aussuchen? Nee, mit der kann man überall hin. Schön. Ja. Und für dich war es halt England, wo du gerne hin möchtest. Genau. Und wie stellt man sich das dann vor? Man bekommt eine Zusage, du bist als Au-pair angenommen worden und wie geht es dann weiter? Muss man sich bei der Familie melden? Meldet die sich bei einem selber? Wie läuft das ab? Also die Familie ruft einen dann an und hat ein persönliches Gespräch. Ja, und wenn die sich dann dafür entscheiden, kriegt man dann eine E-Mail, sozusagen den Vertrag. Und bei mir war das dann innerhalb von 2 Wochen alles fest. Ich habe meine Koffer gepackt und bin dann geflogen. Wie war das, der erste Kontakt mit der Familie? War das über das Internet gewesen? Habt ihr geskypt oder habt ihr telefoniert? Nee, der erste Kontakt war eine E-Mail. Eine E-Mail. Und wie war das für dich? Bestimmt ganz aufgeregt, wenn die erste E-Mail kommt. Man weiß nicht, wer steckt dahinter, wie sehen die Leute aus. Ja, das war schon total spannend. Also es ist ja dann auch so, dass man die Leute einschätzt nur von der E-Mail und da kann man ja auch immer ein bisschen falsch liegen, das weiß man ja alles nicht. Das stimmt. Ja, und dann ging es endlich los. Wie hat man sich denn so ein Leben als Au-pair vorzustellen? Wie sieht deine Woche aus und hast du überhaupt mal einen Tag auch frei? Also meine Woche war eine 35- bis 40-Stunden-Woche. Ganz schön viel. Das heißt, es war im Prinzip ganz normale Arbeit. Und genau wie die anderen Au-pairs auch, hatte ich halt das Wochenende meistens frei. Mhm. Und das haben wir auch regelmäßig genutzt und sind dann ja quer durch England getourt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie sieht denn so ein freier Tag aus? Was macht man da? Nutzt man da die Gelegenheit, um ganz weit weg von Brighton zu kommen, um mal alles hinter sich zu lassen? Oder habt ihr euch dann zusammengetan mit anderen Au-pairs und habt das Land erkundet? Ja, also meistens waren wir zu zweit oder zu dritt unterwegs. Man hat dann schon so seine Clique, mit der man sich dann trifft. Das waren aber nicht immer nur deutsche Au-pairs, also manchmal auch aus Tschechien oder aus der Slowakei eben. Und ja, am liebsten, also mein allerliebstes Ziel war immer London. Egal, ob jetzt Sightseeing oder auch nachts zum Weggehen. Also das haben wir auch schon mal gemacht. Nicht nur einmal, dass wir dann nachts nach London waren. Und man hat das Wochenende also wirklich, man ist früh aufgestanden, ganz anders wie sonst. Man ist direkt losgezogen und kam auch abends sehr spät erst wieder zurück. Also ich persönlich, ich war leider noch nicht im Genuss gewesen, London kennenzulernen. Aber ich bin mir sicher, die meisten Zuschauer waren bestimmt schon mal dort gewesen, vielleicht auch in anderen Teilen von England. Linda, du hast uns ein ganz tolles kleines Buch mitgebracht. Ja. Aus London. Das nennt sich Ice by London
Und die kriegt man halt überall in London zu kaufen. Eigentlich für Kinder gedacht, aber es macht super viel Spaß. Und zwar kann man dann in diesem Buch ankreuzen, was man schon alles gesehen hat. Und wie viele Kreuze hast du gemacht in deinem Buch? Also ich glaube, mein Buch ist über die Hälfte voll. Also alles von Schön. Tower Bridge, Trafalgar Square, National Portrait Gallery, Tate Modern Museum. Also wir sind wirklich, haben jedes Wochenende ein paar Sachen gemacht und deswegen hat sich das ganz, ganz schnell gefüllt. Also da brauchte man gar nicht viel Das kann Arbeit ich mir reinstecken, vorstellen. ja. Und wie hat dir London gefallen? Du hast schon gesagt, es war dein liebstes Ziel, wo du hingefahren Ja. bist. Wie stellt man sich das vor, London? Ganz viel Verkehr oder ist es eher ruhiger? Wie sind die Menschen dort? Also ganz viele Touristen vor allen Dingen, was man natürlich weiß. Und einfach, ja, es ist immer so eine besondere Atmosphäre, weil eben auch viele Londoner, die da arbeiten und wohnen, natürlich durch die Stadt gehen, mittags oder dann am Wochenende mal. Und es gibt da schon viele schöne Plätze, die man entdecken kann. Also ich kann ja vielleicht mal das Foto zeigen, ich habe es ja extra mitgebracht. Gerne, ja. Das war morgens um 5 Uhr, ja, da Nach sagt. einer durchfeierten Nacht. Ja, und das war wirklich einfach so ein wunderbarer Anblick, dass man sogar das Gefühl hat, man konnte es gar nicht richtig erfassen mit der Kamera. Ja. Und ja, Was? das sind halt so die schönen Seiten. Das andere, was man dann halt morgens mitkriegt, wenn man durch die Parks geht, die ganzen Obdachlosen, die dann da auch liegen. Also das ist auch eine Seite, Okay, die okay. man mitbekommt. Das ist nicht Ja. nur Touristen und alles ist super, also das bekommt man auch schon mit. Was sieht man da im Hintergrund? Ein Riesenrad? Was? Ja, das ist London Eye und ja, da war ich auch schon drauf natürlich. Es ist ziemlich teuer, wie alle Touristenattraktionen, aber der Tipp von mir an dieser Stelle, wenn man eben außerhalb von London wohnt, was ja wirklich oft der Fall ist, weil London selbst ziemlich teuer ist, und man mit dem Zug nach London fährt, kriegt man immer ein Two-for-One-Ticket. Das heißt, zwei Leute kommen rein, einer bezahlt nur. Und das geht eigentlich bei allen großen Attraktionen. Das ist eine gute Idee. Das Ja, sollte man das sich ist merken. klasse. Falls Sie also demnächst nach London fahren sollten, kann man sich mal überlegen. Ja. Aber du warst ja nicht nur in London gewesen. Ihr habt, wenn ihr frei hattet, auch ein paar andere Ausflüge gemacht. Und du hast mir erzählt, ganz besonders gefallen und begeistert hat dich auch Oxford. Ja, also Oxford, da musste man dann schon länger fahren. Das waren, glaube ich, fast 4 Stunden mit dem Zug ein Weg. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Also man ist nur erschlagen von diesen wunderbaren Gebäuden. Ich Und glaube, du hast auch noch ein ja, Foto ich habe ein dabei. paar Fotos mitgebracht. Und zwar Das können wir vielleicht mal uns noch anschauen. einmal irgendein beliebiges College in Oxford. Es gibt so viele, ich weiß nicht, welches ich jetzt da fotografiert habe. Aber einfach auch dieses Alte und diese Gärten davor, diese Innenhöfe. Es ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, das darf man ruhig Schön, sagen. Man fühlt schön. sich doch in das Buch wirklich hineinversetzt. Und es ist einfach nur wahnsinnig schön. Ich habe dann noch ein Bild mitgebracht. Das ist eine ganz berühmte Brücke in Oxford. Die sieht man auch ziemlich oft im Fernsehen, Habe ich gerade auch, wenn kommt mir auch bekannt irgendwas vorher. in den Krimis, in den englischen oder so. Also das ist ein ganz beliebtes Motiv und auch ein ganz beliebtes Touristenmotiv. Also Das da stehen glaube auch ich. alle und machen dann noch schnell Und ihr machen dann Foto. ganz viele Fotos davon. Genau, ja. Das glaube ich. Und wie sah so dein Alltag in der Familie aus? Was hattest du da zu tun? Also ich hatte eigentlich die ganz normalen Pflichten, die man vielleicht zu Hause auch hat. Ich habe mich halt um die Kinder gekümmert, habe die abgeholt oder hingebracht zur Schule oder eben auch mich um den Haushalt gekümmert, was eigentlich gerade so angefallen ist. Also ich hatte jetzt nicht so die festen Aufgaben für jeden Tag, sondern das haben wir dann immer spontan geguckt, was gerade los ist. Wir haben bestimmt auch ein paar Zuschauer dabei, die sich vielleicht am Überlegen sind, auch mal solch ein Au-pair-Jahr zu machen. Was würdest du empfehlen? Womit sollte man rechnen, wenn man überlegt, als Au-pair in ein anderes Land zu gehen? Was sollte man beachten oder womit muss man rechnen, wie der Job so aussieht? Ist es anstrengend oder ist es eher just for fun, dass man Also viel es ist, Freizeit hat? ich denke, es kommt vielleicht nochmal darauf an, auf wie viele Kinder man jetzt schließlich aufpasst. Aber generell ist es doch viel Arbeit, weil gerade das Kindervokabular ist nicht das, was man in der Schule lernt. Und da muss man sich doch mit ein paar anderen Sachen auseinandersetzen. Generell also nicht nur just for fun. Allerdings, wenn man jetzt nur so ein Sommer-Au-pair macht für die Sommerferien, das gibt es ja auch. Da ist es natürlich schon so, dass der Schwerpunkt mehr auf
witzige Sachen auf einfach Tagesausflüge und so gelegt ist. Und da ist es dann natürlich auch so, dass das vielleicht dann mal mehr Spaß ist oder mehr Fun, wie sonst, klar, wenn man ein ganzes Jahr, genau, halt eben bei einer Familie wohnt. Genau, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und sonst, was ist dir von England so ganz besonders ein spezieller Augenblick oder ein spezieller Moment? Was ist dir im Kopf geblieben, was dir besonders gut gefallen hat? Ganz besonders gut gefallen hat mir eigentlich immer, wenn mich jemand besucht hat und ich zeigen konnte, wo ich lebe, wo ich einfach in London zeigen konnte, hier müssen wir hin, ohne auf die Karte zu gucken, einfach losfahren, ich kenne den Weg. Und das war eigentlich für mich schon sehr wichtig, dass ich all denen auch zeigen konnte, was ich mache und dass ich mich jetzt schon langsam auskenne in London, ohne eben die, genau, Straßenkarte. Genau. Ja, und Brighton war ja auch nicht sehr weit weg von London, eine, nee, knappe Stunde. Ja, das ungefähr geht super, ne, schnell, ja. Toll. Gerade mit dem Zug. Ich hatte dann auch sozusagen eine Bahncard, sowas in der Art, wo man dann halt eben auch billiger Bahn fahren konnte. Also es gibt ja auch genügend Angebote und gerade mit der Studentenkarte kriegt man auch so viele Vergünstigungen von der Sprachschule. Ja. Also das lohnt sich auf alle Fälle. Du hast schon gerade gesagt, Sprachschule. Ja. Gehört das dazu, dass wenn man als Au-pair in ein fremdes Land geht, dass man auch eine Sprachschule besucht oder hast du das freiwillig noch gemacht? Also ich habe es erstmal freiwillig gemacht, auch einfach, dass man sagen kann, man hatte noch was gemacht, man macht seinen Abschluss auch dann da. Also ich habe auch ein Zertifikat bekommen und ich finde, das sehr ist gut, eigentlich auch noch wichtig. Und man lernt natürlich ganz, ganz viele andere Leute kennen. Also wenn man keinen kennt, ist Sprachschule wirklich der erste Ort für die Au-pairs. Das ist der Treffpunkt eigentlich. Wo ihr euch dann alle trefft. Ja. Und wahrscheinlich waren die ganzen Au-pairs auch nicht nur aus Deutschland. Nein. Sondern auch aus anderen Ländern. Und dann ist es ja auch gut, weil man dann untereinander wahrscheinlich nur Englisch gesprochen hat. Ja, natürlich. Weil von manchen Sprachreisen, wo man dann komplett als gesammelte deutsche Gruppe, sage ich mal, hinfliegt, dann ist klar, wenn man sich dann trifft, dass man wahrscheinlich nur Deutsch reden wird. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Nee, und obwohl wir auch manchmal unter den Deutschen eben Englisch geredet haben, um es einfach zu üben. Das ist gut. Und vielleicht nochmal zu London zurück. Wie sieht denn da so das Nachtleben aus? Habt ihr da schön feiern können oder ist es eher ein bisschen gefährlich, dass man vielleicht aufpassen sollte? Also meine Erfahrungen sind eigentlich positiv. Dadurch, dass London ja auch ziemlich überwacht ist durch die ganzen Kameras, habe ich mich da jetzt nicht unsicher gefühlt. Wir waren auch immer in der Gruppe unterwegs. Nur die Preise sind halt ziemlich teuer, also ja, wenn man dann weggeht, man geht halt nicht so lange weg und auch Eintritt muss man halt oft schon irgendwie 12 Euro berechnen, was halt hier viel, nicht unbedingt der Fall ist. Das ist viel. Und als du mal in London unterwegs warst, hast du auch mal die Queen gesehen oder William und Kate? Hast du irgendjemand mal von Weitem erblicken können? Leider nicht, obwohl wir ganz oft vom Buckingham Palace waren und auch immer geguckt haben, ob die Flagge gehisst ist. Also ich war oft in London, während die Queen auch wohl dort verweilt, aber gesehen habe ich sie leider nie. Also kann man sagen, wenn die Flagge gehisst ist, dann müssten sie eigentlich dort sein. Ja, dann müsste jemand dort sein. Aber kam leider nicht raus. Nee, naja, die wussten sich ja nicht, dass ich da bin. Genau. Oh ja, vielleicht ein andermal. Du wirst ja bestimmt noch mal öfters dahin fahren. Ja, fast zweimal im Jahr. Das ist schön. Ja. Und wie war dann das Ende gewesen? Ich meine, klar, Abschied tut immer weh. Seid ihr dann als gesammelte Gruppe, habt ihr euch nochmal getroffen und seid dann zusammen wieder in eure Heimatländer geflogen? Oder wie läuft das Ende da ab? Nee, also jeder organisiert das für sich selber. Okay. Und ja, das war natürlich schon traurig, aber auf der anderen Seite auch die Vorfreude, dann irgendwie endlich wieder zu Hause zu sein. Mhm. Und das ist sehr, sehr gemischt. Also sobald man im Flugzeug sitzt, weiß man eigentlich jetzt gar nicht mehr, was fühle ich gerade, weil es viel zu viele Emotionen sind. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, erhält man ein Zertifikat, sage ich mal, oder ein Zeugnis, dass man als Au-pair ein Jahr im Ausland war, wo man sich dann auch später in seinem Lebenslauf mit referieren kann? Ja, also ich habe von meiner Gastfamilie ein Zeugnis bekommen. Mhm. Man kann aber auch über die Agentur ein Standardzeugnis bekommen. Also sehr wo gut, dann eben drin steht, wie lange man weg war und dass man wirklich weg war. Ja, schön. Jetzt haben wir ja schon einiges von Linda erfahren und ihrer Zeit in Brighton und auch besonders in der Stadt London. Ja. Und wir zwei werden uns jetzt noch mal ein bisschen nach Kreimerath zurückziehen, denn wir haben noch was Kleines für euch mitgebracht, wo ihr gleich dabei sein könnt, etwas sehr Leckeres. Ja. Und ich freue mich schon drauf und ich würde sagen, bleibt dran und wir sehen uns gleich direkt wieder.
wie versprochen, haben wir uns wieder nach Kreimarad begeben, in Lindas Küche. Und wir werden mit euch zusammen für euch original englische Cupcakes machen. Cupcakes machen. Und wir haben hier schon die Zutaten aufbereitet und wir brauchen am Anfang erstmal für unseren Teig, für die Cupcakes, haben wir einmal 125 Gramm weiche Butter, dann 125 Gramm Zucker, zwei Eier, genau, die leicht verquirlt sind, 125 Gramm Mehl, könnt ihr vorher einmal durchs Sieb schütten, damit es ein bisschen fluffiger wird. In dem Mehl ist schon ein Teelöffel Backpulver enthalten, dann haben wir noch einen Esslöffel Milch und für nachher, da komme ich später dann nochmal drauf, wem das jetzt vielleicht zu schnell ging, ich werde am Ende, wie das letzte Mal, euch das Rezept wieder im Abspann runterspielen lassen, dann könnt ihr euch das gerne abschreiben und dann wieder zurückspulen und zusammen mit uns das gerne einmal nachkochen. Habt ihr auch in deinem Aufenthalt in England öfters mal Cupcakes gebacken? Ja, doch manchmal. Ja. Also am liebsten haben wir sie schon fertig gekauft und haben uns die Arbeit gespart. Lecker. Aber doch, wir haben auch schon mal welche gemacht. Ja, super. Und wir machen die jetzt auch selber. Wir kaufen keine. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Als allererstes Butter und Zucker, genau. In einer Schüssel schaumig schlagen. So. Wie gesagt, wirklich nur ein Esslöffel Milch. Sieht vielleicht ein bisschen wenig aus, aber mehr soll es auch nicht sein. Schneller. Das sieht so sehr gut aus. Dann wäre ich jetzt auch schon sehr fertig. Schön. Aber ich kann es mir trotzdem nicht nehmen lassen, den Teig zu probieren. Mit ja, das nehmen wir auch mal. Das ist schon sehr lecker. Das ist echt sehr gut. Ja. Also wir backen dann jetzt mal die Körnchen schon mal in den Ofen, damit die in Ruhe backen können. Wie gesagt, auf 180 Grad, circa 20 Minuten.
Partys sind, wenn sie schön aufgestiegen sind, nimm dir ruhig. Dann sind sie fertig. Genau, goldbraun. So müssen sie sein. So, nachdem unsere Cupcakes jetzt 20 Minuten im Ofen waren, wollen wir doch mal schauen, ob sie auch goldbraun geworden sind. Oh ja. Und, wie sieht's aus? Das sieht klasse aus. Oh, genau so, wie sie sein sollen. Herrlich. Mal gerade eins in die Hand. So, jetzt seht ihr, wie schön die aufgegangen sind. Also hat wirklich der eine Esslöffel hat gut gereicht und duften schon ganz bezaubernd. Versucht mal, ob es der Duft vielleicht durch die Kamera durchgeht. Dann können wir jetzt weitermachen mit der Buttercreme. Dafür haben wir hier auch schon die Zutaten alle hingestellt. Also wir brauchen halt 175 Gramm Butter, 280 Gramm Puderzucker, aber gesiebt, das ist ganz wichtig, damit der ganz fein ist, ein paar Tropfen Vanillearoma, ein bisschen Deko für nachher. Und wir haben hier noch Lebensmittelfarbe, weil wir Säure natürlich alles etwas unter dem englischen Motto haben und es nachher ein bisschen färben wollen. So, dann fange ich jetzt mal an. Was brauchen wir zuerst? Also zuerst muss ich jetzt die Butter mit 4 Tropfen Vanillearoma erstmal ganz, ganz weich schlagen. Ja, das gehört. So, die haben wir schon ein bisschen draußen gehabt, die ist schon einigermaßen weich. Schütte. So, 4 Tropfen. 4 Tropfen, sieht man? Ich zähle. Kommt nicht. Nee, muss man. 1, 2. Was? 3, so noch ein. Ja, wunderbar. So. So, und dann schlage ich das jetzt schon mal schaumig. Und irgendwann können wir dann den Puderzucker nach und nach dazugeben. Am besten mit einem Würfel. Weil das ist am einfachsten. Sehr gut, genau. Das darfst du dann. Dankeschön. Das Rot, genau, ein bisschen Rot. So.
Brot gehört natürlich auch dazu. Hier auch genau dasselbe, wie beim Blau schon eben. Einfach zu Buttercreme dazugeben. Einfärben, das braucht das schon zwei von den Tüten mindestens. Ja, genau. Okay. Dann würde ich jetzt auch sagen, fangen wir am besten mit dem Weiß an, dann holen wir uns mal einen wunderschönen Cupcake, weil die sind ja jetzt dann auch ein bisschen abgekühlt. Ne? Genau, das stellen wir mal weg. Dann haben wir hier die Spritztüte. Die sehen wirklich toll aus. So. Das Deko brauchen wir jetzt noch nicht. Das kommt nee, das machen wir nachher noch. Genau. Genau. Wir haben jetzt kleine Schokoraspeln und ein paar Dekorherzchen geholt. Da können wir aber nehmen, was ihr möchtet. Für welchen Anlass es sein soll. So. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie das mit der weißen Buttercreme dann nachher aussieht. So. Genau. Einfach mit der normalen Spritze. Könnt ihr da drüber gehen. Und dann kriegt er auch dieses typische Cupcake-Aussehen. Genau. Sehr schön machst du das. Ja, habe ich schon geübt. Ne? So. Sehr lecker. Und das könnten wir dann jetzt auch, wenn wir wollten. Perfekt. Ja, so ein paar Herzchen vielleicht drauf. Und hier haben wir noch kleine Zuckerstreusel. Genau, oder ein bisschen was drüber. Da ist, wie gesagt, eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Genau, das kann man mit allem machen, was man mag. Mit allem, was einem schmeckt. Man kann ja zum Beispiel auch Krokant nehmen oder gemahlene Haselnüsse oder in Stücken. Genau. Also, wenn oder eine Kirsche oben drauf. Genau, da sind wir dann völlig frei. Genau, das stimmt. Ja, so. Also haben wir schon den ersten Cupcake fertig. Genau. Ich kann gerade schauen, so sieht er aus. Ich werde da gleich reinbeißen, aber wir machen noch einen zweiten. Wir machen auf jeden Fall noch einen zweiten. Den probieren wir aus mit der gefärbten Buttercreme. Ja. Ich spare mir jetzt mal die Arbeit, das vorher sauber zu machen. Also tun wir so, als hätten wir es gemacht. Was nehmen wir denn? Blau? Nehmen wir blau, oder? Ja, das sieht schön aus. Die Lebensmittelfarbe ist ja völlig ungefährlich. Könnt ihr mit ruhigem Gewissen essen. Passiert euch nichts. Hoffen wir. Nein, das ist ja. Nee, da ist ja nichts. So. So, natürlich erst noch ein bisschen weiß. Oh ja, da haben wir bunt gemischt. Schön. Sehr schön. Und ich will so, damit man das Blatt auch sieht. Genau. Und am besten ist natürlich, wenn man das jetzt noch ganz kalt werden lässt, damit die Buttercreme eben erhärtet. Und die Cupcakes sollten natürlich auch kalt sein und nicht ganz warm. Unsere sind ja jetzt schon ganz schön abgekühlt. Genau. Also nicht direkt läuft die Buttercreme. Ja, genau. Sonst habt ihr flüssige Butter oben drauf und irgendwann ist die Dekoration hinne. Genau. So aber so. Ja. Wunderbar, oder? Ich wünsche mir jetzt einen Applaus von eurer Seite. War lecker. Gab es denn in England da auch spezielle Cupcakes, so Förmchen oder auch Dekoration alles? Weil bei denen ist ja wirklich Cupcake ist ja also bunt. Super bereit. Ja. Bunt war immer super. Alles, was bunt war und mit viel Zucker, das war das immer ich. Willkommen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst reinbeißen soll. So, riecht auch ganz tolles Vanille raus. Also wirklich. Oh ja, sehr gut, ne? Sehr schön. Was würde man sagen, wenn wir anstoßen würden in England? Sagt man Cheers? Ja, mit Essen. Wir können das selber nicht sagen, ne? Genau. Cheers. Cheers auf unsere Waffens. Guten Appetit. Mm-hmm.
Gartenfall. Wahnsinnig lecker. Das Vanillearoma kommt super raus, ne? Es schmeckt wunderbar, die Creme ist ganz toll. Ich habe auch immer, ich selber esse gar nicht so gerne Butter, aber in der Creme zusammen, ja, die ist gar nicht so schwer, ne? Wunderbar. Ja, fertig. Wunderbar. Überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, ich lasse für euch jetzt nochmal das Rezept im Abspann gleich laufen. Da könnt ihr das nachbacken. Wie gesagt, das, was ich euch angebe, war jetzt für ungefähr 12 Muffins. Wir hätten fast noch einen 13. rausbekommen. Ja, beinahe. Und ansonsten lasst eure Kreativität freien Lauf. Und wenn ihr das nächste Mal nach England fahrt oder nach London, denkt an Lindas Tipp, was ich euch eben gesagt habe mit dem Buch. Das ist auch ganz spannend und da wünschen wir euch eine schöne Zeit noch. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und freue mich auch, wenn ihr mal auf YouTube in die Mediathek des offenen Kanals Wittlich gehen würdet und dort auf Anytime meine Reihe und auch noch die ganzen diversen anderen Beiträge, die ihr dort findet, euch anschauen könntet. Andererseits findet ihr mich auch auf Facebook, Anytime, und ich freue mich, wenn ihr mich supportet und liked. Und ich sage bis zum nächsten Mal und ganz herzlichen Dank dir, Linda. Ja, gerne. Und wir essen jetzt noch weiter Kaffee. Ja, bitte. Ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Goodbye. No.